Und Discord findest du unterhalb des Streams. Ich verstehe das mit den Knöpfen nicht. Warte mal, hier ist was Grünes, hier ist was Rotes. Drücke beide Knöpfe in der richtigen Reihenfolge und so oft wie nötig. Es geht um die richtige Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muss ich 7 vollkriegen oder so? Toffee betrinkt sich. Ja, es ist Eistee. Wir haben ja vorhin bei Toffee Tested gehabt. Irgendein Code. Grün oder... Grün und Rot. Muss ich hier haben. Hier kommt auch noch was rein. Ich brauche einen grünen und roten Code. Sowohl die Reihenfolge muss da sein, als auch eben grün und rot. Da sind zwei grüne, ein roter, aber ich glaube nicht, dass das die Rätselslösung ist. Der Eimer hat nichts damit zu tun. Gibt es hier irgendein Bild oder so? Übrigens, in der Trommel ist immer noch was, ne? Die klingt nämlich sehr, sehr komisch, aber mega komisch, Alter. Omega komisch. Publikumplätze? Glaubst, dass es auch nochmal das ist? Oh, das wäre aber mega... Zweimal das Gleiche? Oh, stimmt. Alter, aber das ist doch... Wenn man zweimal die gleiche Lösung nimmt, weil das hatten wir ja schon mal verwendet. Oh Gott. Okay, warte. 1, 2. 1, 2. 1. 1. 1, 2. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1. 1. 1. 1. Und 1, 2, 3, 4. Ne. Aber war ein guter Gedanke tatsächlich. Uns kann man doch nur im Sofa ertragen. Lisa, hallo. Mich kann man auch nur im Sofa ertragen. Also von dem her, das ist ein Geben und Nehmen hier. Nochmal Toffee testet. Ja gut, vielleicht bringt es uns ein bisschen weiter. Ja, okay, hast du recht. Bin ich jetzt intelligenter geworden, dadurch, dass ich die Brownie M&Ms gegessen habe? Oder ist jetzt immer noch alles im Argen? Wir brauchen einen Code. Wir brauchen immer noch einen Code von Gelb und Grün in der richtigen Reihenfolge. Das haben wir ja schon erledigt. Das ist nix. Der Hase frisst immer noch. Der frisst so lange, bis er platzt. Den Shuriken kriege ich immer noch nicht raus. Weswegen auch immer. Wurfstelle in der Zielscheibe. Oder muss ich die alle da reinbekommen? Kann auch sein, dass die irgendwie da reingehören. Aber ich dachte eigentlich, die Shurikens muss ich dafür verwenden, da oben die Luftballons wegzubellern oder sowas. Schön geschlürft, Toffee. Dankeschön. Hat mir auch extra viel Mühe gegeben. Extra für dich. Früher hat man auch WLAN-Kabel versucht zu kaufen. Das ist doch der uralte Gag bei Leuten, die in einem Computer... im Computerbereich eine Ausbildung machen oder sowas. Geh mal eine Rolle WLAN-Kabel holen im Keller. Und wenn du darauf reinfällst, bist du halt der größte Depp. So, warte mal, ich guck nochmal hier rein. Hier ist nix, ne? Nee. Da, bei der Pommes ist auch nichts mehr. Alter.
Die Kurbel habe ich schon rausgeholt. Ich glaube, das war das Einzige, was wir hier holen konnten, diese Kurbel. Da fehlt uns ein Stück, das wir nicht haben. Hier kommen letztendlich diese komischen Dinger da rein. Die da. Genau. Aber, wieso eigentlich? Ach, da unten ist auch noch eine Hand. Ich wollte es gerade sagen, weil es sind doch 4 Hände. Nee, das sind 5. 6 Hände insgesamt. Also, und da hat es schon eine drin. Deswegen brauchen wir noch 5 von den Dingern. Hä? Es muss. Also, irgendwas ist ja. Also, irgendwas hat es ja mit diesem komischen Zettel hier auf sich. Der ist ja nicht umsonst da. Aber was sagt der Zettel aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann halt eben die Farben. Wie hässlich ist dieser Clown? Toffee, ne? Oh, du hast nicht den Typen im Ding gemeint, du hast mich gemeint, ne? Wie hässlich ist dieser Toffee? Zucker gilt in großen Mengen als schädlich fürs Gehirn. In großen Mengen tatsächlich. Also kurzzeitig kann es tatsächlich, also gerade Traubenzucker soll ja ganz, ganz kurzfristig so ein bisschen erhellend sein, weil Traubenzucker direkt ins Blut und dann ins Hirn wandern soll anscheinend. Ne? Die Äpfel unter der Theke, sieh mal nach wegen der Farbe. Oh, ernsthaft? Oh, stimmt! Oh, du hast recht! Oh, das geht man ganz, ganz undeutlich. 1, 2... Also, 2-mal rot, 1-mal grün, 3-mal rot, 1-mal grün, 1-mal rot. Oh, assi! Oh, Alter. So. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1. Alter, wie assi! Zockerin, wusstest du das oder hast du es nachgucken müssen? Das fällt voll dich auf. Guck mal, die sind voll dunkel da unten im Ecken. Die sind hier, da. Die sind voll dunkel unten im Ecken. Also das ist ja mega assi. Ohne euch hätte ich das nie gefunden. Ich sag's, wie es ist. Oh Gott. Irre. Ja, aber echt jetzt, ne? Ist mir eben aufgefallen, dachte, sagst du mir. Dankeschön, sehr, sehr nett von dir. Ich hing ja schon ewig dran, also von dem her alles gut. Safe gegoogelt. Nee, ich glaube Zockerin das, wenn sie das schreibt. Man könnte denken, Toffi macht einen Intelligenztest. Würde ich eiskalt durchfallen bei jedem Test mit Intelligenz. Ordne die Chips so an, dass das zentrale Element in allen 5 Chips grün leuchtet. Hä? Muss ich das verstehen? Ach, deswegen kann ich da nicht raus. Ja, okay, alles klar. Wir müssen erstmal. Guck mal, so können wir das immer wieder bewegen. Genau, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal hier hingehen. Nee, das muss das. Genau, wenn wir das jetzt nämlich jetzt umdrehen hier, dann. Ach so, warte, aber dann geht das doch. So, aber jetzt kriege ich das dann. Doch, kriege ich, hä? Alter, wie einfach war das denn jetzt? Das ist ja eine riesen Enttäuschung gegenüber dem Äpfelrätsel. Okay, das war jetzt wirklich lame. Lame as lame can. Nummer 7 hat so viele X, weil sie da geschlossen haben, Sonntag. Ach, stimmt, hast recht, könnte sein. Wegen Ruhetag. Weil am 7. Tag hat auch Gott geruht. Also sollst du auch ruhen. Sag das mal einem Kind. Das ruht am 7. Tag nicht. So, du musst jetzt die Reihenfolge der Farben merken. Okay, jetzt weiß ich, was es mit dem Kühlschrankding auf sich hat. Okay, warte. 1 grün.
Okay, grün 1, blau 2, rot 3, türkis 4, gelb 5 und lila 6. Ich habe das Gefühl gehabt, er erschlägt mich gleich mit seinen komischen Keulen. So, also 1 ist grün. Oder was? Nee, was? Der Clown hat die Keulen in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Ja, ich will's ja machen, aber ich darf nicht. Hä? Das war's jetzt? Ich durfte dem höchstens ein bisschen zugucken, wie der jongliert? Dafür habe ich den Scheiß gesammelt? Hä? Ey, du Clown. Hilf mir mal. Was? Hä? 1 ist grün, also der da. Aber ich kann ihn nicht anklicken oder so. Also es bringt mir nichts. Willst du mich verarschen? Also die Farben stimmen überein mit dem Code, der auf dem Kühlschrank steht. Aber ich habe keine Ahnung, was der damit anfangen soll. Der Clown hat die Keulen in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Ist das der Code für irgendwas? Aber für was? Ach! Warte mal. Das ist der Code. Okay, warte mal. Dann müssen wir das jetzt hinkriegen hier. Okay, alles klar. Wir müssen vom Äußersten gehen und dann also rot... Wahrscheinlich. Rot 3. Dann kommt blau 2. Dann kommt grün 1. Dann kommt gelb 5. Dann kommt türkis 4. Und dann kommt lila 6. So müsste es doch eigentlich sein, oder? Also ich bin jetzt halt vom äußersten links ausgegangen, der als am äußersten steht. Und dann halt immer weiter hier so reingegangen. Ich hoffe, das ist richtig. Warte, wieso? Ich will es mal ausprobieren. Wir können gleich nochmal ausprobieren, falls ich verkackt habe. 3, 2, 1, 5, 4, 6. Ja! Könnte Lila nicht von Türkis kommen? Die Hand war ein kleines bisschen höher, bilde ich mir ein. Nee, ich hatte alles richtig gemacht. Guck mal, ich bin Oh, schon wieder eine Puppe. Ich habe alles richtig gemacht, Leute. So, und jetzt habe ich das Teil gekriegt, was ich da reinmachen muss. So. Und wieder was zum Durchdrehen. So, ordnen die Buchstaben der gleichen Farbe der richtigen Reihenfolge an. Oh Gott. Okay, ist das schwer oder ist das einfach? Bilde ich mir jetzt gerade was ein oder ist das mega einfach? Also manche Rätsel sind wirklich lächerlich. Und manche Rätsel sind mega krank. Okay. Ne? Erstmal Messer nehmen und mir die Augen ausstechen. Weil der Clown so hässlich war. Oh Gott. Nein, Layton hat schon mir... Also das war jetzt wirklich... Also manche Rätsel sind echt scheiße schwer. Oder wollte ich gar nicht hin? Manche Rätsel sind echt scheiße schwer. Aber das war jetzt... Also... So, ich schneide das jetzt auf. Das gehört zwar jemandem, aber ich denke, da steckt halt hier was drin, was wichtig ist. Eine Zange. Das ist alles für eine Zange. So, und mit der Zange mache ich was?
Gibt's hier noch was zu tun oder war ich hier durch? Ich glaube, ich war hier sogar tatsächlich durch, ne? Was war denn sonst noch offen? Ach! Genau. Das kriege ich mit der Zange hin. Dito. Als erstes Rätsel geht das. Als allererstes. Ja, wenn man es jetzt allererste Rätsel wäre, aber wir sind bei Folge, was weiß ich, Folge 35.000. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall definitiv zu spät für solche Rätsel. So. Was? Ich will mich verarschen. Scheiße. Oh Gott, das kann sie nur noch im Stundenhandel. Der letzte wird so assi, ich sag's euch, Leute. Scheiße. Oh Gott, das wird so mega fies, Alter. Nein. Gott, ich hab nur 5. Sind schon alle weg. Da, aber wenn es danach geht, hätte ich doch nur einen einzigen gebraucht. Ich kann die doch immer wieder aufheben. Aber irgendwie ist auch lustig. Eine lustige Idee. Ja, er ist falsch geflogen. Behalte deine Flugbahn ein. Ah, Mann. Mann. Was sind die Scheiße? Ich hasse Ballons. Wie können die überhaupt aneinander prallen und dann so abprallen? Das ist Luft. Das geht nicht. Okay, warte. Yeah! Dummheit bestrafen. Ich war voll intelligent, macht überhaupt keinen Sinn. Für Zockenfreunde muss ich die Punkte mal ein bisschen höher setzen, weil der macht die so willkürlich. Auf einer Seite super tolle Rätsel und dann aber auch welche, wo man den DS3DS an die Wand werfen will. Bei Layton? Ja, stimmt. So, ein letztes zum Verzweifeln Rätsel. Oh ja, da kommt noch eins. Gerade wo ich den dritten Teil am Wickel habe und beweisen muss, dass eine Leiche über eine brennende Brücke fliegt und wie das Ganze mit den Beweisen zu erklären ist. Ach, so eine Leiche kann doch halt mal ein bisschen durch die Gegend fliegen. Lass sie doch gut durchgelüftet. Die stinkt ja auch irgendwann mal, ne? War das der Anwaltsheini? Ja, Professor Layton, genau. Lege die großen Chips... Ah, nee, das war der Anwaltsheini. Nee, der Anwaltsheini war Ace Attorney. Lege die großen Chips auf die Mittellinie, neben die gleichen kleineren Chips. Ach so, warte mal. Das heißt, da an dieser Robbe muss... Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles klar. Ach so. 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 Ach so, geht nicht. Ja, okay, blöd. Ich muss die Robbe da ganz links hinkriegen. Aber wie kriege ich... Die Robbe muss auf jeden Fall hier irgendwo platziert sein. Aber wie kriege ich die denn da durchgeschleust? Doch hier hinten, ne? Oh Gott. Genau, also da muss auf jeden Fall die Kanone muss hier hin. Also das hier muss da hin. Die Kanone muss da hin. LAUJAI90 sagt, ich brauche jetzt die emotional mal. Die emotional mal. Ich brauche jetzt die emotional mal.
Klingt ein bisschen wie Pall Mall oder Pall Mall, je nachdem, ob du rauchst oder nicht. Das macht mich aber trotzdem noch wahnsinnig, weil das Ganze geht hier nicht auf. Ich brauche die international mal. Okay, warte mal. Wir machen das anders. Wir machen den. Genau, also wir machen das Rad erstmal nach hinten. Wir versuchen es mal von der anderen Seite. So, das ist auf jeden Fall schon mal richtig positioniert. So, ha, schön. Okay, dann machen wir das dahin. Und dann holen wir uns den Lollipop. Genau. Aber wie kriege ich den Lollipop denn dahin? Ich kann den ja gar nicht. Ach so, doch. Ja, warte doch. Warte, warte. Ich brauche jetzt die international mal. Emotional mal. Nee, aber das bringt mir auch nichts, weil. Sie hat nicht Lach vorgelesen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Natalie, ei. Ich wollte mich rapeitschen. Och Mann, was ist hier? Ich weiß nicht, wie die Viecher darüber kriege. Die drei hier müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Ich weiß aber nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ach doch, warte mal, so. So. Ja. Und dann muss ich den dahin. Ja, jetzt weiß ich's. Okay. Aber das ist auch nicht. Nee, das ist auch nicht so gut. Gut, die Kanone ist auf jeden Fall schon mal richtig. Nee, warte, 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 ich habe falsch gedacht. So, ich nehme den Lollipop und drehe den einfach mal hier so ein bisschen umher. Genau so, dann kann ich den nämlich da reinmachen. Dann mache ich das hier dahin oder so, nee. Ach Gott. Ich denke zu falsch. Wie kriege ich die denn da rumgeschleust? Ich muss den da hinten auf jeden Fall wegkriegen. Ich glaube, die gleiche Anfangssituation. Was ist die Aufgabe? Wir müssen alle Bildchen gleich positionieren. Also hier unten die Robbe, da muss da oben die Robbe sein und so weiter und so fort. So, also die Robbe muss jetzt auf jeden Fall da weg. Aber ich kann die nicht. Es geht. Ich kann sie nicht. Wie kriege ich die Robbe darüber? Ich weiß es nicht. Das macht mich gerade echt wahnsinnig, weil ich da überhaupt keine Ahnung habe gerade. Die Robbe muss irgendwie darüber. Aber es sind noch zu viele Figuren, es sind noch zu viele Plättchen im Umlauf, sodass ich die Robbe da gar nicht wegbekomme. Ich habe keine Ahnung. Weil wenn ich jetzt die Robbe, wenn ich das jetzt da unten reinmache, das hier muss frei, es muss, der Weg hier muss frei bleiben, ansonsten komme ich da nicht durch. Und es sind noch zu viele Plättchen da, ich krieg die Robbe da nicht hin. Es sei denn, wir müssen nochmal umdenken. Müssen nochmal die Robbe, müssen wir noch die Position des Einrads nochmal überdenken. Machen die Robbe dahin. Warte mal. So. Das Einrad hierhin.
Wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung. Schieberätsel, wer liebt sie nicht? Ja, und es muss immer, das Letzte muss immer so ein mega Assi-Scheiß sein. Ah. Oh. Und dann kommt so ein Popelrätsel, wie das mit dem A, B, C, D, E, F, da, na, weißt du? Und dann sitzt du wieder da und denkst so, hä? Und dort den Scheiß. So, aber ich krieg die scheiß Roboter nicht rüber. Wie soll ich das, wie soll die da rüberkommen? Das sind doch noch viel zu viele Plattformen. Das geht nicht. Lunalia, hallo. Und Melanie, dich habe ich auch noch nicht gegrüßt, ne? Hallo. Du musst gerade durchdrehen. Warte, ich trinke nochmal was. Tropft hier die ganze Zeit wegen meinem Eis. Okay, warte. Also, das Ding kann ich da so hin und her bewegen. Also, das ist nicht das Problem. Eigentlich ist es schon richtig gewesen, also schon gut gewesen, wie ich das vorhin gemacht habe. Eigentlich ist das schon gut gewesen mit dem Einrad vorhin. Das war eigentlich eine total intelligente Geschichte, weil das Einrad ist ja schon richtig gewesen. Eigentlich war das gut. Aber warte mal. Ich muss es auf die Mittellinie bringen. Fällt mir jetzt gerade auf. Ach, die unten, unteren muss ich gar nicht machen. Naja, okay. Bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Ich muss auf jeden Fall die Robbe, die muss da rüber. Und ich weiß nicht, wie ich die da hinkriege. Egal, wie ich es schiebe, die Robbe kann da nicht weg. Das Einzige, wo ich die Robbe hinbekomme, ist... Oder? Warte mal. Ah, doch. Toffee. Ich hätte mal mehr trinken sollen, ne? Das hat mir offensichtlich meine Intelligenz gebracht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder aktiver. Weil du gesehen hast, was ich für einen Scheiß fabriziere, hast du so gedacht, alter Toffi. Den Mist muss man jetzt mal kommentieren. Mach doch einfach die Robbe. Blub. Wie macht man die Robbe? Okay, jetzt kommen diese komischen Gedönses. Jetzt muss es doch eigentlich einfach sein. Jetzt haben wir den Anfang hingekriegt. Aber eigentlich ist relativ, ne? So, genau, warte. Ah, siehst du, jetzt hänge ich schon. Warte, wir machen erstmal so. Da muss, das Ding nehmen wir jetzt mal hier hin. So. So. Dann schieben wir das dahin, das nach oben, das nach dahin und das nach... Nee, Quatsch, warte. Nehmen wir noch eins dazu. Nee, geht nicht. Schwachsinn. Schwachsinn, ich mach Müll. Das hier unten hin, so. Das dahin, das dahin. Okay, warte mal, wie habe ich es vorhin gemacht? Ah ja, genau, so. Und dann hier rüber, so. Und dann dahin. Das kommt hier hin. Genau, super. Und das kommt hier hin. So, jetzt kommt noch der Lollipop. So. Oh, Alter. Das war gar nicht so schwer. Ich sage Dankeschön. Oh, wir haben Rätsel gelöst. Wuhu! Wir haben ja auch nur 1,5 Stunden dafür gebraucht. Gut, es war noch Toffee-Teste dazwischen. Also von dem her. Yay! Und wer hat Lust auf noch eins? 40 Jahre die Flipper. Bravo! Wir sind entkommen! Ente kommen. Ente kommen.